Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wie bereits im letzten Video angekündigt, finden wir uns hier oben wieder. Ich muss jetzt gerade selber erstmal gucken. Und zwar zur Quest Das rechtmäßige Erbe in der Nähe von Castel Rilis. Und ja, die Quest werden wir jetzt erstmal beginnen. Hallöchen. Sorondil, Sorondil, bitte, komm zurück. Dieser dumme Junge, er wird umkommen. Wer? Was ist los? Mein Sohn, Sorondil, ein Abkömmling des letzten Sippenhochfürsten Rilis des 12. Ich war Rilis Geliebte. Und jetzt setzt mein Sohn sein Leben für einen törichten Schatz aufs Spiel. Wie lautet sein Plan? Er will sich seinen Ahnen beweisen. Er glaubt, es gäbe tief in den Gewölben irgendeine Art Schatz. Sor wäre so gerne ein Rilis. Ich will nur, dass ihm nichts zustößt. Würdet ihr bitte auf ihn Acht geben? Ich werde tun, was ich kann. Wir kennen einander nicht, Fremde. Aber der Dank einer Mutter für eure Freundlichkeit ist euch gewiss. Könnt ihr mir etwas über die Familie Rilis erzählen? Das hohe Haus von Ersthalt. Haus Rilis herrschte jahrhundertelang über diesen Teil Auridons. Früher war es als eine Blutlinie bekannt, die viele stolze Krieger hervorbrachte. Bis dann der letzte Rilis kam. Wer war der letzte Rilis? Rilis der 12. Sie nennen ihn einen Despoten, einen Mörder. Er hielt Zwiesprache mit den Daedra und beging in den Tiefen seines Palasts schreckliche Untaten. Für seine Verbrechen hat man ihn hier eingesperrt, in den Verbannungszellen unter dem Kastell. Half er nicht bei der Gründung der Magiergilde? Ha, wenn man seinen Worten Glauben schenkt, dann war das alles seine Idee. Vanus Galerion, der erste Magier von Ersthalt, war der wahre Gründer der Gilde. Rilis erlaubte ihm bloß, sein Werk in der Stadt zu verrichten. Ich habe Gerüchte gehört, wonach er sogar mit Galerion um einen Zugang zum Reich des Vergessens gefeilscht hat. Ihr wart die Geliebte eines Sippenhochfürsten? Das war ich. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Doch angesichts all der Geschichten über dädrische Kräfte, die ihm verliehen wurden, die Kraft, den Geist anderer mehr zu beeinflussen, was ist, wenn ich ihn nie geliebt habe? Ja, dabei kann ich dir leider nicht helfen, aber bei allen anderen schon. Und zwar hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, mal gesagt, dass hier die Brücke, da sind wir ja rübergelaufen, dass die alle neutral waren. Aber sobald man die Quest annimmt, und ich glaube, man muss erstmal unten mit einem Skelett gesprochen haben, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, dann ist es nämlich so, dass die plötzlich alle nicht mehr ganz so nett sind. Seid ihr schon böse? Wo muss ich denn rum hier? Nee, noch seid ihr... Okay, es fängt gleich erst an. Also wir dürfen erst rein in die Höhle des Löwen. Frage ist, mit wem sprechen wir jetzt hier? Als Erbe der Familie Rilis befehle ich, öffnet das Gewölbe. Das funktioniert... Sorondil, verschwindet von hier, Bastard! Oder spürt den Zorn meiner treuen Wachen. Vater, ich bin euer Sohn. Weist mich nicht ab. Verwehrt mir nicht mein Geburtsrecht. Okay, jetzt könnt ihr schon sehen, jetzt sind die alle rot hier. Ins Reich des Vergessens verbannt und der Mann beachtet mich immer noch nicht. Wer seid ihr? Eure Mutter hat mich gebeten. Verdammt, sie glaubt, ich könnte nicht auf mich selbst aufpassen? Ich bin ein Rilis. Das Blut der größten Krieger Auridons fließt durch meine Adern. Okay. Sie erwähnte einen Schatz. Wonach sucht ihr? Den Helm von Rilis. Er erfüllt den Träger mit der Kraft eines mächtigen Kriegers. Er ist das Geburtsrecht meiner Familie und schon seit Generationen im Besitz der Rilis. Schon seit Rilis dem Ersten. Ich werde ihn für euch holen, um eurer Mutter willen. Nein, ich meine, das könnt ihr nicht. Er ist im Gewölbe unter uns. Das Gewölbe selbst wird durch 3 Schutzzauber fest verschlossen. Jeder Schutzzauber wird von einem von Rilis treuesten Hauptleuten bewacht.
Und nur ich weiß, wie man die Schutzzauber aufhebt. Ich bringe euch also zu den Hauptleuten und ihr beseitigt dann die Schutzzauber? Gut, gut. Ich werde euch sogar für eure Mühen entlohnen. Aber vergesst nicht, dieser Helm ist nur für Sprösslinge des Hauses Rilis von Wert. Für euresgleichen ist er völlig nutzlos. Dann mal los. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hinter, also dass wir hier eigentlich durch müssen. Ich lauf mal ein bisschen mal weiter durch. Im Namen von Sippenhochfürst Rilis, Soran Dil. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Das wollte ich nicht. Lass die Nächsten noch aussprechen. Versprochen. Bleib zurück. Ich kümmere mich darum. Nun gut. Weil ich möchte die Skelette... Ich weiß, es ist nur ein Spiel. Aber ich möchte die Skelette nicht jetzt schon alle umbringen. Müssen wir durch. Weil eigentlich sind die ja gut. Okay, er sagt gar nicht das. Verprügelt und ins Reich des Vergessens geschickt. Ist eine Sie, Entschuldigung. Jetzt brauchst du mir auch nicht mehr helfen. Ich war schon fertig. Gute Arbeit. Und jetzt zum Schutzzauber. Ja. Das heißt, den südlichen noch aufheben. Der wäre hier hinter. Ich werde nicht drin. Wo ist der Hauptmann? Du bist der Hauptmann. Straßenköter, ich zeige euch, warum Rilis mich als einen Hauptmann erkoren hat. Und du geh mir nicht auf die Nerven hier. Wollte ich ja am Leben lassen, aber du wolltest ja nicht. So. Der Schutzzauber fällt. Das war der letzte. Gehen wir zurück zum Eingang des Gewölbes. Okay. Was geht hier vor sich, Sorundil? Was habt ihr getan? Keine Sorge, Mutter. Er ist jetzt in Sicherheit. Vertraut mir. Das Gewölbe ist offen. Seid ihr bereit? Ja, dann mal los. Mutter wird hier bleiben, während wir unten im Gewölbe sind. Wir werden mein Schicksal erfüllen. Wird eure Mutter hier oben sicher sein? Wir werden nicht sehr lange dort unten sein. Und sobald ich mit dem Helm wiederkehre, bin ich ein mächtiger Rilis-Krieger. Ich werde sie für den Rest unseres Lebens beschützen können. Ja, es hört sich irgendwie... Ich weiß nicht. In meinen Ohren nicht so gut an. Wohin? Beschützt mich! Ich werde mich revanchieren, sobald ich meinen Helm habe. Klar, aber vor wem? Elendes Kind, verschwindet von diesem Ort! Lasst mich in Ruhe. Ich bin ein Rilis. Und ich bin hier, um mir das zu holen, was mir von rechts wegen zusteht. Auch ein Rilis kann sich mal ein wenig beeilen. Nein, haltet sie auf! Gut. Gut, gehen wir weiter. Worum gehst du? Rechts oder links? Du musst dich ja beschützen. Rilis herrscht hier seit Jahrhunderten. Wie hat das unsere Seelen verdreht? Entstellt! Hört auf zu jammern! Es ist mein Schicksal, mein Geburtsrecht einzufordern. Ihr endet eure Suche, Bastard! Verflucht seid meine Ahnen! Hilfe, beschützt mich! Wir sind fast da. Ich spüre die Macht in der Luft. Da, der Helm! Und er gehört mir, mir allein! Ich bin immer noch sehr skeptisch. Ich bin!
Ich bin ein Rilis! Dann nehmt ihn doch und seht, was es bedeutet, ein Rilis zu sein. Du wirst ein Skelett, oder? Und seht den Erben von Castell Rilis. Was passiert mit mir? Helft mir! Hilfe! Ich bin ein Rilis! Wir haben euch gewarnt, haben versucht, euch aufzuhalten. Nur jene reinen Blutes können den Helm beherrschen. Willkommen in der Familie, Sklave. Ich bin ein Rilis. Ich bin einer von euch. Wie völlig teilnahmslos Funke da die ganze Zeit stand. Ja, der verwandelt sich jetzt, ne? Aber das ist Mutter, nicht. Es tut mir leid. Mir war schon klar, dass das irgendetwas Schlechtes an sich hatte. Ja. Er wollte weder auf seinen verstorbenen Vater. Ich hatte meinen Bruder dazu überredet, den Helm zu tragen und habe dann die Meute angeführt, die ihn getötet hat. Noch auf seine Mutter. Nach Vaters Tod trug Mutter den Helm. Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Ich trug den Helm bei der Schlacht der 10 Schlunde. Ich tötete meinen Sohn mit meinen bloßen Händen. Na super. Mein Onkel hat den Helm jahrelang vor mir versteckt. An meinem Geburtstag riss ich ihm die Kehle heraus. Der Helm ist die Quelle unserer Macht und unser Fluch. Nur ein wahrer Sohn von Rilis kann den Helm tragen. Jetzt verschwindet! Ich wollte ihn noch gar nicht tragen. Ja. Wie ihr seht, sind jetzt übrigens die Skelette wieder alle gelb. Die Wachen sind wieder ruhig. Etwas ist geschehen. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sorondil? Es tut mir leid, Ilanwe. Er ist tot. Tot? Wie das? Was ist dort unten geschehen? Also, erstens, ich denke, dass sie ihren Sohn besser kennt und dass sie eigentlich weiß, dass er das aus einem guten Antrieb gemacht haben wird. Also, weil er seine Mutter beschützen will, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass die mir diese Lüge abnehmen würde. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es wäre auch Blödsinn, sowas zu erzählen. Deswegen werde ich ihr die Wahrheit sagen. Die Magie des Helms hat ihn übermannt und er griff mich an. Ich hatte keine Wahl. Ich musste ihn töten. Ihr habt getan, was ihr konntet. Ich wusste irgendwie, dass es so enden würde. Vielen Dank, dass ihr euch des Flehens einer Mutter erbarmt habt. Ich wäre jetzt gerne allein. Ja, und wir erhalten robuste Schultern von der Rüstung des Schleiererbes. Achso, ich dachte, da wäre noch was zum Eigentlichen. Ja, hier oben ist jetzt noch eine zweite Quest, der Scherz des Hofnarren. Da werden wir jetzt mal eben hinlaufen. Wenn ich das denn finde. Vielleicht ist das hier der Scherz des Hofnarren. Tja. So kann es ausgehen, wenn man alle Warnungen in den Wind schlägt. Ich hasse Hofnarren von ganzem Herzen. Ich hasse sie und ihre grausamen Scherze. Hey, ihr! Habt ihr schon einmal Zeit damit verbracht, eure eigene Leiche anzustarren? Das kann ich nicht empfehlen. Was ist euch zugestoßen? Falarel ist passiert. Der arkane Hofnarr des grausamen Rilis des 12. Ich wusste seinen Auftritt nicht zu schätzen. Also hat er mich zu Tode gefoltert und meine Seele eingefangen. Könnte ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was? Ihr würdet mir helfen? Vielen Dank. Ich war einst ein Magier. Bei meiner Leiche gibt es ein Seelentotem. Meine Seele ist unten im Spielzimmer. Es ist gleich durch diese Tür durch. Treibt Falarel aus und fangt meine Seele ein.
dann bringt sie zu mir zurück. Betrachtet es als erledigt. Lisondor untersuchen. Achso, ist das das Seelentotem? Kriege ich das hier? Ah, okay. Nun gut. Oh. Ankulundore. Habe ich mich jetzt erschrocken? Meine Geliebte, mit dieser Kreatur habt ihr euch einmal mehr selbst übertroffen. Für gewöhnlich erfreuen Ausweidungen mein Herz nicht. Aber angesichts eurer Fähigkeiten mit Messer und Säge bekomme ich ganz weiche Knie. Okay, das hört sich jetzt irgendwie... Ihr schrilles Kreischen in der kalten Nacht war wie der Gesang der Tauben im Hochsommer. Der Duft ihres verkohlten Fleisches in der Luft war himmlisch, jenseits jeder Beschreibung. Wenn ihr eure Aufgabe erledigt habt, besuche ich euch in eurem Schlafgemach. Heute Nacht können wir die Messer verwenden, wenn ihr möchtet. In Liebe, Falarel. What? Hallo. Wäre gut, wenn ich laufen könnte. Wieso konnte ich gerade nicht laufen? So kann ich immer noch nicht laufen. Jetzt kann ich wieder laufen. Das ist... Wollt ihr meinen Trick mit dem verschwundenen Messer sehen? Der Trick dabei ist, dass es in eurer Augenhöhle verschwindet. Okay, das ist der Narr. Warum lacht ihr denn? Habt ihr den Witz nicht verstanden? Mein Tod ist mein Meisterwerk. Nee, den Witz habe ich tatsächlich nicht verstanden. Den Satz schon, den Witz nicht. So, mal schauen. Seelenfeuer benutzen. Wollt ihr meinen Trick mit dem verschwundenen Messer sehen? Der Trick dabei. Warum lacht ihr denn? Soll ich dich jetzt nochmal besiegen? Habt ihr den Witz nicht verstanden? Nö, ich soll dich nicht besiegen. Ich soll rausgehen, steht da. Ich mach sowas nicht doppelt. Ich krieg nur für einmal Bezahlung. Nein. Hätte nur gedacht, ich kann eventuell die Truhe noch looten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, war es das jetzt schon? Das war jetzt aber eine extrem kurze Quest, so wie es aussah. So, wie lief es? Ich habe Falarel besiegt und eure Seele geborgen. Fantastisch. Es ist schon so lange her. Vielleicht finde ich jetzt etwas Frieden. Was nun? Ich weiß es nicht. Ich gehe dorthin, wo es mir bestimmt ist, schätze ich. Wo immer das auch sein mag, muss es wohl besser sein als hier. Vielen Dank. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ja, und wir haben einen geladenen, einhändigen Dolch erhalten, ohne Set. Wahrscheinlich, weil die Quest so kurz war. Die haben sich gedacht, nee, die haben da keine Mühe mit, dementsprechend geben wir denen jetzt hier nichts Vernünftiges. Ja, dann würde ich sagen, als letztes, weil das nämlich jetzt auch die letzte Quest zum einen von Tamriel ist, die wir hier noch machen können. Ich schaue noch mal eben kurz nach, ob es noch irgendwas anderes gibt, was wir aufdecken können. Aber eventuell gibt es in dem Verlies noch eins. Da werde ich noch mal nachschauen. Wenn ja, gibt es die in der nächsten Folge. Aber ich glaube, da gab es keine Quest mehr, weil da wird auch keine mehr angezeigt. Wir werden uns jetzt noch mal eben schnell hier oben hin aufmachen zum Verlies Merunes Tücke. Weil da müssen wir jemanden nach Hause bringen. Wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Ja. So, nur kurz, damit ihr das Ganze auch findet. Ich bin jetzt hier vom Wegschrein vom Grünwasser aus in diese Richtung geritten, so links Richtung Wasser, diesen Trampelpfad, sage ich mal, runter. Da könnt ihr euch orientieren, hier an diesen Eingang, das ist der von Halloween. Ja. Da kommt man immer zum Halloween-Event hin. Und hier müsst ihr dann einfach nur quasi dem Trampelpfad weiter folgen. Dann seid ihr schon direkt hier am Eingang von Merunes Tücke. Ah.
Okay, das sind drei Stück. Ich dachte schon, da wäre jetzt doch noch irgendeine andere Quest, die wir jetzt hier drin machen können. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Die Frage ist nur... Ach, der läuft hier rum, deswegen. Hallöchen! Ja, wenn ihr halt diesen Wegen folgt, findet ihr Ozuzua. Mit dem reden wir mal. Dieser Scamp ist nicht augenscheinlich aggressiv. Um seinen Hals ist ein Halsband mit einer Inschrift. Mein Name ist Ozuzua. Falls ihr mich findet, dann bringt mich zu Gairef in die Magiergilde von Himmelswacht zurück. Es wartet eine Belohnung. Berührt einfach nur mein Halsband, um mich im Zaun zu halten. Ja, damit haben wir dann die Quest auch begonnen. Ich werde jetzt nochmal eben die Scherbe holen. Ich bin gerade mal liegen gewesen, ob ich da überhaupt reinkomme von hier aus. Aber das geht alles. Und danach werden wir uns natürlich sofort aufmachen und in Himmelswacht. Ja, jetzt kommen sie natürlich alle. Komm, stellt euch mal alle schön hier in eine Reihe auf, damit ihr euch besser kriegt. So. Du bist von dem da. Da müssen wir den erstmal umbringen. Zur Flanke! So. Ach so, du bist die ganze Zeit meine Nutzi am Anschießen, oder was? So geht das nicht. Oh, die haben hier Mehl. Mehl muss ich mitnehmen. Mehl ist immer gut. Sehr schön. Ja, dann nehme ich mal die Scherbe auf und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. In welche Schwierigkeiten können wir uns hier wohl stürzen? Hoffentlich in keine Funke. Wir sind nämlich jetzt in Himmelswacht und genau da hinten links war die Magiergilde. Und da müssen wir jemanden mit seinem hoffentlich freudigen Besitzer wieder vereinen. Hallöchen. Hallo. Genießt ihr das Fest? Welches Fest? Ich habe dieses Halsband gefunden. Gehört es euch? Der kleine Ozzo. Ihr habt ihn gefunden. Habt vielen Dank. Ich weiß nicht, wie er sich so verlaufen konnte. Hier ist wie versprochen eure Belohnung. Ja, und wer gut aufgepasst hat, weiß natürlich, das ist die Stimme von Evely. Und wir haben eine göttliche, also einmal göttliche, leichte Schultern ohne Set erhalten. Da ist er. Hallöchen. Aber gut, sie sagt jetzt nichts mehr, aber sie hat sich zumindest eben schon sehr erfreut angehört. Ja, das war dann tatsächlich die allerletzte Quest von Auridon. Das heißt, wir werden uns, ich glaube, Richtung Gradfall das nächste Mal aufmachen, wenn ich mich nicht irre. Und werden dann da beginnen, die Nebenquests alle durchzuquesten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.